Hallo und herzlich willkommen, liebe Füller, Begeisterte und Tintenfreunde, zurück hier bei mir bei Big G's Tintenkiste. Heute möchte ich euch gerne mal eine Tinte vorstellen aus Übersee. Und zwar von der amerikanischen Manufaktur Noodles, ja, eine Marke, die Amerikaner völlig vergöttern und anhimmeln, ja, weil es gibt davon. Es ist eine ziemlich kleine Manufaktur, die aber eine ziemliche große Palette an Farben haben. Davon sind leider nur wenige bei uns in Deutschland erhältlich, beziehungsweise über, ich sage jetzt mal, Amazon, ja, weil das ist so der Hauptmarkt, wo ich meine Tinten immer alle so beziehe. Und so wie auch hier Noodles Inc. Apache Sunset, ja, eine der beliebtesten Tinten in Amerika schlechthin, kommt in dieser schönen Flasche, die ziemlich gut ist, weil einmal, man kann hier von außen schon immer sehr gut sehen, wie weit die Tinte ist, ja, und wir haben hier immer bei jeder einzelnen Tintensorte, die wir haben von Noodles, gibt es eine Art Gemälde, ein Kunststück, ein Stück Kunst als Etikett hier vorne drauf, ja, und ja, die Öffnungen sind immer ziemlich groß. Das heißt, man kommt da wirklich mit jedem Füller sehr gut rein. Was auch das Gute an Noodles Tinten immer ist, das sieht man jetzt hier nicht unbedingt mehr so sehr, weil ich schon die eine oder andere Tintenprobe herausgenommen habe. Aber bei Noodles Tinten ist es immer so, wenn man die neu kauft, die sind gefüllt bis oben hin. Und ich meine bis oben hin. Ja, das heißt, man muss immer aufpassen, wenn man die Flasche festhält und dann den Schraubverschluss dreht, dass man nicht zu viel wackelt, weil ansonsten fängt man an zu kleckern, weil es wirklich bis zum Rand oben ist. Ja, also es ist wirklich unfassbar. Ja, die Tinte ist in Amerika bekannt dafür, dass sie sehr gut, sehr schön schattiert oder schattiert, nicht schattiert, schattiert. Ja. Das bedeutet, je mehr Tinte aufgetragen ist auf einer Stelle, desto dunkler scheint sie zu sein. Ja. Wie gesagt, in Amerika ist die Tinte sehr bekannt dafür, ist auch sehr beliebt bei Füllerschreibern. Ich persönlich, ich finde sie jetzt nicht so pralle, weil so gesehen, sie sieht zwar sehr schön aus, ja, hat aber den Nachteil, dass sie gerade auf günstigem Papier oder nicht, oder sagen wir es mal so, nicht dem allerbesten Papier sehr, sehr, sehr schnell durchnässt, weil sie halt eben auch sehr, sehr nass ist, ja, also die ist flüssig ohne Ende, also ja, und sie braucht Ewigkeiten zum Trocknen, es ist unglaublich, ja. Aber nichtsdestotrotz würde ich euch gerne mal zeigen, wie die Tinte so schreibt oder wie sie so auf dem Papier aussieht. Na, komm schon. Und zwar habe ich jetzt heute mal die Tinte eingefüllt in meinen Lamy All-Star Blue Green oder Blau-Grün. Ja, also das ist einer von einigen, die ich vor dem All-Star in meiner Sammlung habe. Da ich mir die Füller ja alle teile mit meiner Freundin und die Füller in ihrem Alltag mehr verwendet als ich, hat sie die schönsten Stücke immer für sich rausgegriffen. Ja. Und aber egal, mit einer Medium-Feder. Und zwar, ich muss wieder gucken, dass es nicht wieder so sehr abblendet, beziehungsweise so unscharf wird. Die Farbe ist, also die Tinte ist Noodles Apache Sunset. Ja. Wirkt auf dem Papier ziemlich gelb.
Ja, so gesehen eigentlich schon eine schöne Farbe, aber ja, schauen wir mal, wie das dann hier so aussieht. Also es ist auf jeden Fall eine Farbe, die einem gefallen muss, ja. Ich zeige euch mal noch hier so ein Ink-Swap. Ah, übrigens, ja. Natürlich meine bekannten hier Tinten-Vergleiche. Muss auch sein. Ja, also das ist Nudlers Apache Sunset. Einigermaßen zu vergleichen, vielleicht noch mit Pilot Iroshizuku Yuyagi. Was ich ja finde, ist eine bessere Tinte, also ein schöneres Orange, wo man das Schattieren nochmal so ein bisschen besser sieht, ja. Oder Diamine Sunset Orange, ja, hatte ich auch schon, kommt je nach Papier heller oder dunkler. Ja, und dann hier vielleicht noch Diamine Honeyburst, ja. Der Ink Swap kommt trotzdem aber auch noch. Ja. Ich mache das mal jetzt sehr großzügig. Ja. Weiß nicht, kann man das sehen? Also es ist da wo hier die Tinte dicker aufträgt, sieht man schon, dass es so ein bisschen schattiert, ja. Ich versuche mal das Licht ein bisschen anders zu machen. Nee, geht nicht. Egal. Also, ja, so sieht das eben aus. Dummerweise, aber wie gesagt, es ist eine ziemlich nasse Tinte, die auch schon mal ganz gerne durchblutet. Okay, das sieht man jetzt hier nicht. Aber ich kann es euch gerne zeigen. Und zwar hier in diesem Notizbuch. Ja, also es ist so ein Notizbuch von Amazon mit 120 Gramm, also ziemlich dickes Papier relativ. Sollte im Prinzip eigentlich nicht viel Flüssigkeit durchlassen. Aber jetzt schauen wir mal, wie sich das jetzt hier so verhält, ja? Also, ja, da kann man jetzt hier sehen, hier zum Beispiel, ne, dass da so ein paar Stellen durch scheinen. Es sieht ziemlich hässlich aus. Ja, also ich muss sagen, es ist ziemlich hässlich. Ich habe das gerade dann, wenn man diesen Sheen-Effekt wirklich deutlich sehen möchte, ja, dann muss man wirklich viel auftragen. Und natürlich, klar, je mehr man davon aufträgt, desto mehr blutet der Mist durch, ja. Von daher, also es ist nicht meine beste Tinte, es ist nicht meine liebste Tinte, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, es gibt bessere. Also von daher, ich kann es nicht unbedingt so nachvollziehen, warum die Amerikaner auf diese Tinte so extrem abfahren, ja. Hier mache ich auch noch mal so ein bisschen Herumkleckerei auf dem Tomoe River Papier. Ja, hier sieht man es wieder. Je dicker das aufgetragen ist, desto rötlicher wirkt das. Ja, und
Man sieht es auch jetzt hier schon, gerade da, wo jetzt die Tinte hier schon so ein bisschen drauf liegt, ne? Es wässert ganz schön durch, ne? Und wie schon gesagt, es braucht Ewigkeiten zum Trocknen. Ja. Ja. Ja, Leute. Also ich mache jetzt mal kurz einen Cut und dann mache ich wieder an, wenn die Tinte getrocknet ist. Ja, so nächstes Jahr. Okay, Leute. Bis gleich. Ja, hi Leute. Da bin ich wieder zurück. So. Ich habe jetzt dem Papier 2 Stunden Zeit gelassen, um zu trocknen. Ja. Schauen wir mal. Hat es was genützt? Also, wie man hier sieht, nein. Ja, also ich glaube, irgendwie die Tinte wäre ideal für den Einsatz in Afrika oder so. Oder in anderen sehr warmen Ländern. Ja, ich hab sogar versucht zu tricksen und habe das Papier gegen den Ventilator gehalten. Ich habe es versucht mit einem Föhn. Es hat alles Dings genutzt, ja. Also das Ding, das braucht wirklich Lichtjahre, um wirklich ganz austrocknen. Aber dennoch kann man hier sehen, die Eigenschaften, die dieser Tinte nachgesprochen werden, ja, oder nachgesagt werden. Ja, also wer sowas mag, dem kann sowas durchaus gefallen. Also ich für meinen persönlichen Gebrauch, ich brauche das jetzt nicht wirklich, ja, aber auch vom Farbton her würde ich jetzt eher zu sowas hier zurückgreifen. Ja, also das ist ja jetzt hier dieses Yuyaki, ja, Pilot Iroshizuku, finde ich jetzt vom Farbton her jetzt hier auch ein bisschen besser. Von der Schattierung her sieht man auch ein bisschen mehr, ja. Also hier, da wo die Buchstaben aufhören bei dem Noodlers und hier bei dem von, also Yuyaki, ja, also Yoroshizuku, ja, ist halt Geschmackssache, ja. Also für mich muss ich ehrlich sagen, für mich ist die Tinte jetzt nix, ja, das ist die Flasche. Für mich ist die Tinte jetzt nix. Ich würde sie zum Schreiben auch eher nicht verwenden oder empfehlen. Ist eher sowas für so Leute wie, ja, wie die eine Dame, die ich aus Facebook kenne, die Elke Wunsch, die Kalligrafiekurse gibt, die gerne mit antiken Stahlfedern schreibt und sehr flexiblen Federn und mit Penbrushes, ja, also so Pinsel. Dafür taugt die Tinte wirklich sehr gut. Allerdings muss man halt auch wirklich beachten, dass die Tinte wirklich Ewigkeiten braucht zum Trocknen. Also wer jetzt mal so eben schnell eine Notiz machen möchte in sein Notizbuch, der muss warten. Also das schnell reinschreiben und Buch zuklappen, das wird nichts, ja. Also ich habe in meinem Notizbuch ja eine kleine Notiz mal gemacht oder einen kleinen Text hineingeschrieben zum Testen, ja. So, das ist jetzt hier das Apache Sunset. Ja, da sieht man, wie das aussieht im Vergleich zu Yuyaki. Ja, wie gesagt, also mir persönlich, mir gefällt der Farbton hier dann schon besser. Und es wirkt, als ob hier die Tinte sich nach dem Auftragen doch mal so ein bisschen setzt. Ja, also hier ist es so, hier bringt man die Tinte mit der Feder aufs Papier und die bleibt da auch. Ja, und bei der Tinte habe ich das Gefühl, man bringt die mit der Feder aufs Papier und dann fängt das nochmal an, sich so ein bisschen so zu setzen, ja. Und ja, wie gesagt, also es ist nicht mein Fall und mal gucken, vielleicht behalte ich sie, vielleicht verschenke ich sie, vielleicht
verkaufe ich sie. Mal gucken. Also jedenfalls, ich bin mit der Tinte durch. Nudlers Apache Sunset. Für mich nicht die beste Tinte, aber die Amerikaner fahren darauf total darauf ab, ja. Ja, okay, Freunde, das war's schon. Nudlers Apache Sunset. Habt ihr Fragen? Dann fragt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die 3 Jahre Geduld, die ich jetzt hier hatte. Ja, wobei ich schneide sehr, sehr lang nachher zusammen. Gut, also bis zum nächsten Video, Freunde. Bis bald und tschüss.